klar. Das ist die Corinna. Aber die Waschmaschine war doch noch ganz neu. Wie konnte das denn passieren? Tja, Hulk hat ihre Waschmaschine zerstört. Hulk? Ja, denn Hulk zerstört jede Waschmaschine. Das ist Fernsehen von gestern. Heute können Sie sich das Kinoerlebnis nach Hause holen. Ach was. Tja, bestellen Sie sich das Heimkinosystem Cinema 2005. Cinema 2005 für das perfekte Kinoerlebnis zu Hause. Eis, leckeres Eis. Probieren Sie mal ein leckeres Eis. Irgendjemand leckeres Eis. Cinema 2005. Kino zu Hause erleben. Cinema 2005, als wären Sie wirklich im Kino. Hallo, Hakan hier. Wo ich bin? Ja. Bin ich in so einem Kino von so einem scheiße Arschloch? Nur schwules Gelaber und keine Action. Entschuldigung, ja, ich versuche gerade einen Film zu gucken. Halt's Maul, ja. Jungs draußen, ne? Gibt's auf die Fresse. Cinema 2005. Das ist Kinovergnügen pur. Und wenn Sie heute noch bestellen, erhalten Sie gratis unser Teppichreinigungsset. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Was meinst du, ich bin nicht doof? Du weißt genau, was ich meine. Doof, doof, doof. Du bist nicht doof. Ich bin doof. Alex sagt es auch. Alex. Wer ist Alex? Alex? Ist doof. Sind Sie doof? Dann kaufen Sie doch Ihren Strom bei uns. www.ichbindoof.de. Sag mal, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du alles nochmal genauso machen? Killer. Ehemann. Sag mal, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du alles nochmal genauso machen? Sehr witzig, du Arschloch. Pulle Flachmann. Sie sehen einen Informationsfilm des Ministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Ich sehe gerade, Sie essen Rindfleisch. Warum? In meinem Job bin ich ja viel unterwegs und da brauche ich was Leichtes, was nicht belastet. Da kommt mir so ein Stück Rindfleisch gerade recht. Ja, denn Rindfleisch ist so wertvoll wie ein großer Joghurt. Ich will so bleiben, wie ich bin, mit Rind. Untersuchungen bestätigen. Rind ist so leicht, das schwimmt sogar ein Hack. Und Rindfleisch ist noch wesentlich vielseitiger. Mein Frühstück. Mein Mittagessen. Mein Abendbrot. Mein Frühstück. Mein Mittagessen. Mein Abendbrot. Rindfleisch ist entscheidend vielseitiger als herkömmliche Zink-Kohle-Batterien. Ob unter der Dusche, beim Freizeitsport oder beim Einschlafen. Der Tag geht, Rindfleisch bleibt. Rind, damit Sie auch morgen wieder kraftvoll zubeißen können. Essen Sie Rindfleisch, damit Deutschlands Rinder nicht sterben müssen. Also mein Nachbar, ne? Der ist Marokkaner. Früher hat er sich immer über meine dreckigen Gläser beschwert. Aber seit ich Stoiber wähle, ist das Problem gelöst. Ich habe zwar immer noch dreckige Gläser, aber dafür wurde mein Nachbar gestern abgeschoben. Stoiber, der kraftvolle Reiniger für Ihr Land. Tja, Stoiber wählen.
Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Die neue Living auf der Straße ist da. Lifestyle-Tipps für trendbewusste Homeless People. In der ersten Ausgabe Top-Thema Der Winter kommt. Im Test 10 Zeitungen. Was wärmt besser, Fatz oder Zeit? Außerdem in der neuen Living auf der Straße festliches Genießen zur Adventszeit. Essensreste aus der Mülltonne. Wie viele Wochen bleibt ein Fischmeck wirklich frisch? Und frische Brunch-Ideen für die Feiertage. Warum nicht mal Korn statt Weinbrand? Die neue Living auf der Straße. Mit den großen Cabrio-Vergleichstest, Lidl oder Pennymarkt. Welcher Wagen ist besser für die Stadt? Plus der erschütternde Tatsachenbericht. Horst S. ist über Nacht nüchtern geworden. Droht jetzt ein geregeltes Leben inmitten der Gesellschaft? Die neue Living auf der Straße. In der ersten Ausgabe gibt's gratis einen coolen Klingelton für Ihre Schnapsflasche. Living auf der Straße. Ab sofort in jedem gut sortierten Altpapiercontainer. Neue Fötus. Titelthema Nabelschnur. Fluch oder Segen. Der neue Trend Passivrauchen. Fitness-Tipps. Fertig ausgebildete Arme in nur 2 Wochen. Und Steißlage leicht gemacht. Der Fötus-Ratgeber. Die wichtigsten Brustwarzentypen im Test. Und der erschütternde Tatsachenbericht. Meine Mama lässt mich nicht raus. Alles in einer Zeitung. Mit großem Gewinnspiel werde ich ein Junge oder ein Mädchen. Gewinnen Sie einen entspannten Kaiserschnitt. Fötus, das Magazin für den aufgeweckten Ungeborenen. Jeden Montag neu bei Ihrem Gynäkologen. My name is Jim Carrey. Hallo, mein Name ist Jim Carrey und ihr kennt mich sicher aus Filmen wie Die Maske, Bruce Allmächtig oder Cable Guy. Auch wenn den keiner von euch sehen wollte, ihr kleinen Schlingel. Fucking assholes. Ihr fragt euch sicher, wie ich es schaffe, in meinen Filmen immer so lustig meine Gesichtsmuskeln entgleisen zu lassen. Does he need a special commentary to learn for it? Nein, dafür brauche ich kein komisches Talent. Ich benutze ganz einfach Klostermann-Grimassenscheiß. Nur ein Schluck Klostermann-Grimassenscheiß. It's funny! Und der Spaß kann beginnen! Damit werdet ihr garantiert zum neuen Comedy-Star. Und außerdem ist es sehr lecker. Und wenn ich irgendwann mal wieder ernst werden will, dann benutze ich Snake Poison von Alan Botox. Ja. Klostermann Grimassenscheiß und Snake Poison von Alan Botox. Von führenden Ulknudeln empfohlen. Yeah. Die Kölner Innenstadt vergangenen Dienstag. Eine peruanische Folkloregruppe spielt Il Condor Pasa, den Dauerbrenner unter den Panflötenhits. Zur gleichen Zeit in Berlin, auch hier wird Il Condor Pasa gespielt. Und auch in Leipzig ist Bild und Ton identisch. Die gleiche Gruppe, das gleiche Lied. Was die wenigsten wissen, diese Peruaner werden maschinell gefertigt in einer Fabrik im thüringischen Jena. Hier in der einzigen Folkloregruppenmanufaktur Deutschlands wird gerade der Panflötist gefertigt. Täglich laufen knapp 120 Exemplare vom Band. Später werden die fertigen Gruppen in alle großen Innenstädte Deutschlands geschickt, wo sie jeden Tag rund um die Uhr Il Condor Pasa spielen. Firmenchef Werner Kürzinger produziert die Folkloregruppen jetzt seit fast 10 Jahren. Die Nachfrage reißt nicht ab. Ja, das hat überwiegend psychosoziale Gründe. Unsere Figuren wirken ja doch schon recht exotisch, besonders auf die jüngeren Mädchen unter 14. Aber auch der gemeine deutsche Bürger hat hier eine sehr hübsche Möglichkeit, sich nett über die Armut von anderen Menschen lustig zu machen. Nur ein einziges Mal ist es vorgekommen, dass ein Passant stutzig wurde. Durch einen Produktionsfehler wurde einer Gruppe ein falscher Chip eingesetzt, ein Lieferfehler. Der Hare Krishna-Fehler hatte aber auch sein Gutes. Er brachte Werner Kürzinger auf die Idee, seine Produktpalette zu erweitern. Seit kurzem stellt er nicht nur Bhagwan-Jünger, sondern auch Rosenverkäufer,
russische Akkordeonspieler und Zeugen Jehovas her. Auf sein neuestes Projekt ist er allerdings besonders stolz. Werner Kürzinger stellt seit einiger Zeit speziell für den österreichischen Markt Neonazis her. Und? Sieht gut aus. Nicht zu viel? Genau richtig. Und obenrum? Perfekt. Lecker. Was machst du da? Ist auf dich schön. Du Schlau! Irgendwann erfrischt es jeden. Na sauer, das Bier aus dem Pott. Hallo, Sie kennen mich vielleicht aus Das total verrückte Flugzeug oder Die Supersause am Pentagon und den vielen, vielen Videobotschaften an meinen guten alten Freund George W. Bush. Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass ich mich bei diesen Botschaften immer an anderen Orten befinde. Das denken Sie. In Wirklichkeit befinde ich mich immer am gleichen Ort. Dank Al-Qaida-Fototapeten tue ich nur so, als wäre ich in einem Wald. In der Wüste. Oder in Disneyland. Disneyland? Was soll ich denn in Disneyland? Wer hat den meistgesuchten Terrorfürsten der Welt ins Disneyland gestellt? Ups, da hat sich wohl ein Schuss gelöst. Aber kein Problem, denn Al-Qaida-Fototapeten kann man ganz leicht abwaschen mit Chemical Spüli. Al-Qaida-Fototapeten und Chemical Spüli, von führenden Terroristen empfohlen. Ich habe... Wir haben ja einen Ausländer. Da gibt es doch auch etwas von Natiofarm. Ja, das neue Stoiber Plus C von Natiofarm löst jedes Abschiebeproblem. Stoiber Plus C, bayerische Gesinnung. Bayerische Wirkung. Unwiderstehlich. Die neue Schildkröte 206. Es ist Faschow im Fässchen mit Faschow. Der Rechtsstaat braucht Faschos, Faschismus im Fass. Es ist Faschow im Fässchen, Zucht und Ordnung für Deutschland. Im Fässchen ist Faschow, Faschismus ist im Fass. Partei rechtsdrehende Offensive. Frischer Faschismus für unser Land. Was hast du denn so bekommen? Ein Bausparvertrag. Wie uncool. Thomas? Das ist ja ein Ding. Sag bloß, du wohnst immer noch hier. Ja, oben, bei Mutti. Wie uncool. Gehen wir zu mir? Klar. Wir geben ihrer Neigung ein Zuhause. RWS. Kann ich mir das leisten? Das Haus ist perfekt, aber zu teuer. Da hinten in der Ecke könnte ich einen Hochdruckreiniger stellen. Und die Wände kann man gut abwaschen. Hier hinten, hier kann ich sie klein hacken. Und in der Küche, da kann ich ihre Leber braten. Und in der Badewanne kann ich die Reste in Säure auflösen. Ich liebe dieses Haus. Und meine Mutter. Kann ich dieses Haus kaufen? Weißt du, das sind echt meine Lieblingsfresschen. Kleckern nicht, brauchst keinen Löffel. Und die sind so schön weich. Matthias, die Fische aus der Tüte. Matthias, yes, 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 yes.
Hi, ich bin Jennifer Lopez. Oder auch J-Lo genannt. Oder Jenny from the Block. Oder Jenny the Bat. Oder J.J. Lolo P. Oder La Lopez Cool J.L. Oder Jenny Lolo Poe. Und wie ihr wisst, bin ich nicht intelligent. Aber dafür sehr oberflächlich. Ich achte sehr auf mein Äußeres. Vor allem auf die Haut. Weil die ist ja außen. Deswegen achte ich auch beim Toilettenpapier auf beste Qualität. Ich empfehle das J.Lopo Toilettenpapier für Leute mit großen Ansprüchen. Es macht rundum sauber und ist nicht so lästig wie diese kleinen Fusseldinger, die immer in der Arschritze stecken bleiben. Aber das Tollste ist, das neue J.Lopo Toilettenpapier gibt es auch in verschiedenen Farben. Ja, das neue J.Lopo Toilettenpapier. Geeignet für alle Riesenarschlöcher in der Branche. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie 50 cm Arschseide dazu. J.Lopo Toilettenpapier und Arschseide im Probierpack für nur 9,90 Euro. Jetzt im Handel. Vergessen Sie Tina, Petra, Susi und Susi 2. Denn jetzt gibt es Angie. Toll. Was kann die denn? Die Angie-Puppe kann dumm herumstehen, blöd rumsitzen oder strunzdoof rumliegen. Wem die normale Angie zu langweilig ist, für den gibt es die hippe Disco-Angie, die sportliche Surf-Angie oder die romantische Cinderella-Angie. Hol dir jetzt eine Angie-Puppe und du bekommst das Set Bundesparteitag gratis dazu. Angie kann auch reden. Ich will diesem Land dienen. Ich will diesem Land dienen. Ich will diesem Land dienen. Das ist langweilig. Aber das ist noch nicht alles. Angie kann man auch die Haare kämmen. Die muss ich haben. Hol dir Angie und du bekommst zum Sonderpreis noch ihren Freund Ed dazu. Der kann ja gar nichts. Richtig. Die neuen ultra-realistischen Puppen Ed und Angie von Merkel.